gesagt, habe ich mir nachgekauft, finde ich unfassbar. Habe ich wirklich schon wieder unfassbar gesagt? Das gibt's doch gar nicht, ey. Also, ich muss mich jetzt echt konzentrieren. Hallo meine Lieben, wie versprochen, heute meine Part 2 des Aufgebraucht-Videos. Es hat sich unfassbar viel bei mir angesammelt und ich darf nicht mehr so lange warten, um ein Video abzudrehen. Ich werde euch heute in diesem Video wieder die Produkte zeigen, werde euch sagen, ob ich sie mir nachgekauft habe, werde euch eine kleine Review dazu quasi abgeben und wir legen auch direkt los, damit das Video nicht zu lange wird. Teil 1 werde ich euch mal unten in die Infobox verlinken. Das habe ich in Kooperation mit der lieben Tara gemacht. Schaut da auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne mal vorbei. Und wir starten heute mit diesem Video mit einem Produkt, das ich abgöttisch liebe und euch auch schon so ultra oft in die Kamera gehalten habe. Also es ist echt verrückt. Ich glaube, ich bin süchtig nach dieser Aquatuchmaske von Balea. Ihr könnt schon sehen, also ich habe unfassbar viele. Ich hebe die dann auch immer fleißig auf für euch, ne, und dann vergesse ich halt ein Video zu machen, beziehungsweise bei mir ist es ja meistens so, dass ich wenig Zeit habe. Aber ja, ich liebe die über alles, habe ich euch auch schon ganz oft gezeigt. Für unter 1 Euro eine fantastische Maske, die meiner Haut einfach unfassbar gut tut. Jetzt habe ich ganz oft unfassbar gesagt, aber wie gesagt, ich liebe die halt über alles und werde die mir auch immer wieder nachkaufen. Dann habe ich ein Deo leer gemacht und zwar von Bourjois. Ich mag das so, so gerne und das riecht so unfassbar gut, aber unfassbar. Genau, also wir zählen jetzt mal mit, wie oft die Heidi unfassbar sagt. Also es ist von Bourjois, genau wie gesagt, und es riecht ja sehr, sehr gut, dezent, nicht so aufdringlich und es erinnert mich immer an unseren Urlaub in Kroatien. Ja, immer wenn ich jetzt noch daran rieche, denke ich halt ans Meer und wie schön der Urlaub war. Leider haben wir keine Drogerie in der Nähe, die Bourjois führt, leider. Ansonsten würde ich es mir definitiv nachkaufen. Ich habe mir es aber schon aufgeschrieben und wenn ich irgendwann mal in einem Laden bin, das, ja, der quasi, also der Laden, der Bourjois führt, würde ich es mir nachkaufen. Dann habe ich dieses Produkt hier, was ich euch zeigen möchte, und zwar ist es von Balea. Die frische Sohlen sind das, mit frischem Duft beugen Fußgeruch bzw. Fußpilz vor. Und ich habe die immer in den Schuhen, auch meiner Kinder lege ich die in die Schuhe, damit die gut riechen und auch im Winter, also nicht nur im Sommer, gerade in Ballerinas, im Sommer habe ich das immer, aber jetzt auch im Winter diese Balea frische Sohlen. Genau. Und ich habe die Verpackung aufgehoben, weil ich euch das Produkt einfach mal ans Herz legen wollte. So, als nächstes habe ich aufgebraucht von Rituals meine Body Cream. Und zwar ist es aus der Serie Cherry Blossom and Rice Milk. Habe ich euch auch schon öfters von erzählt. Ich habe den Duschschaum und ich habe das Body Scrub. Mag ich total gerne. Wir wohnen in der Nähe eines Outlets und deshalb habe ich es mir schon nachgekauft. Ich habe immer gedacht, dass in Outlet-Stores die Sachen angeboten werden, die nicht mehr so aktuell sind. Aber wie gesagt, Rituals hat dort auch die aktuelle Ware und da schlage ich immer zu. Und deshalb ja, habe ich mir das auf jeden Fall schon nachgekauft. Dann habe ich aufgebraucht, beziehungsweise wir, diese Stecker hier. Und zwar habe ich euch die auch schon in meinem DM-Haul gezeigt, in meinem letzten. Kann ich euch auch sehr gerne mal unten in der Infobox verlinken, das Video. Und zwar braucht ihr dazu erstmal den Stecker, also für in die Steckdose. Und das sind diese Aufladdinger, also zum Auffüllen sozusagen. Ich habe Seide und Lilienfrische, beide. Das letzte, was ich mir gekauft habe, ist irgendwie Omas Backstube oder so. Riecht auch sehr, sehr gut. Mag ich sehr gerne. Und das mochte ich auch gerne. Und ich habe halt jetzt quasi erstmal was anderes noch nachgekauft. Einen anderen Duft. Wie hieß der? Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Sage ich euch aber auf jeden Fall in meinem nächsten Haul. Dann habe ich natürlich was für unter die Dusche noch aufgebraucht. Und zwar zum einen dieses hier von Farm. Cream and Oil. Mit Kakao, Butter und Kokosöl hatte ich mir in mehreren Ausführungen gekauft, weil es im Angebot war bei Müller. Also finde ich sehr, sehr gut. Für den Preis kann man nichts falsch machen. Ich glaube, das kostet unter 1 Euro. Und das kann ich jetzt von diesem Produkt hier nicht sagen. Und zwar ist es von Sacrotan Pro Fresh. Ja, also es ist sehr teuer, dieses Produkt. Und ich will mal sagen, dass das genauso gut ist. Also es reinigt trotzdem natürlich die Haut. Und ja, ich fand es halt
für den Preis jetzt nicht so den Burner, sagen wir es mal so. Also ich werde es mir definitiv nicht nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht meine Haut- und Kindercreme von Kaufmanns. Habe ich euch auch schon in meinem DM-Haul gezeigt. Kaufe ich mir immer wieder nach. Ich meine, bis man sowas aufbraucht, dauert es eine Weile. Aber ja, ist auf jeden Fall leer. Dann kommen wir zu zwei Produkten, die ich aufgebraucht habe, wo ich wirklich total traurig war, weil sie im High-End-Bereich sind. Ich bin da sehr sparsam mit umgegangen, aber irgendwann ist das Produkt halt zu Ende. Und zwar spreche ich von meinem Porefessional von Benefit. Und zwar ist der dafür da, um die Poren zu verfeinern. Ich habe das hier oben schon aufgeschnitten, ja, weil ich da einfach noch zu viel Produkt drin hatte. So ein Tübchen kostet, glaube ich, 30 Euro und ich liebe dieses Produkt. Ich liebe es so sehr, es duftet unheimlich gut und wie gesagt, es ist so, dass es ein schönes Hautbild eben zaubert. Ich habe euch die Blur Cream von L'Oreal vorgestellt, eben aus der Drogerie. Ich meine, die kostet um die 8-9 Euro, kommt diesem Produkt sehr, sehr nahe und die brauche ich im Moment eben auf. Ich bin damit sehr zufrieden, aber irgendwann vielleicht mal zum Geburtstag oder so oder keine Ahnung, zu Weihnachten, wenn halt so Feste anstehen, kann man sich sowas auf jeden Fall wünschen. Und ja, dann ist auch noch meine Lissmenü leer gegangen von Clarins. Und zwar ist es bei der hier auch so gewesen, dass sie eben die Linien und Fältchen minimiert sozusagen. Dazu habe ich euch auch schon mal eine ausführliche Review gemacht. Und das Produkt ist jetzt leer. Es war auch unglaublich teuer. Ich meine, auch so 35 Euro werde ich mir nicht nachkaufen, weil dafür gibt es definitiv Alternativprodukte. Ne? Also das ist, wie gesagt, im High-End-Bereich war wirklich ein Top-Produkt, aber leider etwas zu teuer. So, das war es jetzt von meinem zweiten Teil. Ich habe hier noch ganz viele Sachen, aber ich möchte einfach nicht, dass das Video zu lange wird. Hinterlasst mir sehr, sehr gerne mal einen Kommentar, ob euch das was ausmacht, wenn die aufgebrauchten Videos etwas länger sind oder ob ihr eher kürzere Videos schaut, so 8-9 Minuten Videos. Dann weiß ich schon mal Bescheid und weiß ungefähr, wo die Tendenz hingeht sozusagen. Und ja, meinen Kanal könnt ihr natürlich kostenlos abonnieren. Ich sage es sehr, sehr gerne nochmal dazu. Dann verpasst ihr nämlich keine Videos mehr von mir. Und ansonsten würde ich mich natürlich total freuen, wenn ihr bei meinem letzten Video nochmal vorbeischaut. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend. Lasst es euch gut gehen oder Tag, je nachdem wann ihr das Video schaut. Bei mir ist halt schon Abend, wie ihr sehen könnt. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hier ist noch Teil 1 meines Aufgebraucht-Videos. Schaut da sehr gerne mal vorbei. Ich habe nämlich eine ganz coole Verlosung für euch. Jetzt wünsche ich euch noch alles, alles Gute. Bis bald. Tschüss.